Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und wie ihr hier schon im Ladefenster seht, habe ich zwei ganz liebe, nette Kollegen dabei, und zwar den Bamme und den Vasili. Hallo euch beide. Gruß. Hallo. Und ja, ich glaube, ich spreche mal für uns drei. Wir spielen jetzt Flugplatz, haben hier mit unserem Top-Tier, glaube ich, ganz gute Chancen bestehen zu können. Und ja, schauen wir doch mal, was passiert. Oh je, ich sehe gerade, die haben einen VKB. Yes. Ich hasse ihn, ich hasse ihn. Mein Angstgegner. Und ich meine, ich hasse ihn einfach nur. Da kommt der pure Hass, wenn ich das Ding sehe. Aber nicht, wenn du den fährst. Ich hab ihn gar nicht. Deswegen, wahrscheinlich ist er dann ganz geil, ja. Ah, sollte der nicht auch nochmal überarbeitet werden? Ja, da kommt doch das Mäuschen jetzt für den, oder? Ach ja, stimmt. Der wird ja entfernt. Ich hab schon den angeschrieben, Entwickler. Was das soll, warum? Ich verstehe auch nicht, warum sie den erst ändern, mit der so extrem überarbeiten und auch Frontpanzerung so extrem machen, und warum sie ihn dann auf einmal sagen, okay, hat doch nicht geklappt, jetzt wird er ganz weg. Das habe ich gerade nicht deswegen. Oh, ja, erstens, die haben den verbessert, weil der wirklich schlecht war. Dann haben sie das eingesehen, eigentlich viel zu spät. Und zweitens, entfernen tun sie ihn, weil er einfach absolut nicht historisch und. Ja, aber ist das Mäuschen dann. Den gab's anders? Nicht. Doch, gab's. Mäuschen gab's ja auf den Plänen und VKB gab's nicht mal einen Plan dazu. Ah, das war nur komplett ausgedacht. Lol. Ich snipe hier erstmal so ein bisschen von hinten und wenn ich dann merke, ich kann mich ein bisschen sinnvoll bewegen, dann komme ich. Und. Bewege mich eigentlich immer sinnlos. Was will denn der Bulldog da? Da der Bulldog. Hier ist ein Dijon. Lol, was hat der Tier 2 denn bitte für eine Leitung? Oh, ich hab ihn gekettet nur. Naja, egal, weg. Weg ist weg. Ah, da gibt's 3 Aris, ich muss aufpassen. Ah. Ja. Ich mag die Wumme echt nicht mehr, ich weiß nicht deswegen, aber. Echt? Ich finde die immer noch göttlich. So ein Scheiß. Zurück. Ich hab grad Lex. Okay, ich lade hoch, ja. Das ist der Grund. Das ist natürlich doof. Ich baue uns halt am blöden Cupola vom TH2. Für alle Deutschsprachigen an der Kommandantenkuppel. Naja. Strong. Lorraine, ja, KV4, du verdeckst mir. Super, danke, super nett ist das. Ey, das ist doch ein Witz. Der kommt mit jedem Schuss bei mir durch, oben, und ich komme nicht durch. KV4. Das habt ihr auch noch alle mal bei mir live ragen gehört. Das hört man sonst nur bei Twitch. Nein, das ist ja normal. Ach das so. Ist ja kein richtiges Ragen. Okay. Humanes Aufregen. Ein humanes Aufregen. Wie hört sich denn ein inhumanes Aufregen dann bei dir an? Ey, das wird ein harter Rage. Okay. Opala, er zeigt seine Seite, sehr nett. Scheiße. Und brennt. Oh, nice. Aber ich warte, ich lade jetzt Premium durch und baller den TH2 einfach durch seine Kanonenblende. Nein. Bist du wirklich so? Ja. Der macht mich ja platt, wenn ich andauernd pounce an seiner Luke. Und er durchkommt. Dieser WZ da drüben. Ah, sehr der schön. Ist weg. Welcher WZ? Welcher WZ? Hab ich nichts gesagt. So, ich glaube, ich gehe mal jetzt auf den T-54. Genug gesniped. Da ist noch ein 1390 da hinten. Ja. Upp. Eine Art wird geschossen. Er ist da abgehauen. Beziehungsweise ich fahre mal auf den Centurion darüber. Hat gepackt. Hat mich völlig umgehauen. Wahnsinn, und jetzt auch noch Gesang. Also wenn das nicht das Let's Play des Monats wird, dann weiß ich es auch nicht. Ups. Hey. Sieht mir da, in dem Gebüsch. Musikalische Untermalung. Oh, WT steht hier. Da ist er, da ist oh. er. Der. Oh, ey, diese blöde Geschenk Art. Von Vasili gibt's hier. Ja, ist geil. Serviert. Deswegen hauen wir Damage reinmachen. Wumme ist, ich finde die so ein Scheiß. Die ist so ungenau. Aber du warst also im Frontkampf, so wie du jetzt gerade warst, bist du doch eigentlich ganz geil.
Ja, geht eigentlich. Also ich meine, ich finde die Wumme halt echt scheiße. Der Bahnsensor ist nicht schlecht, aber die Wumme finde ich der letzte Scheiß. Scheiße, Dadurch, dass sie so hart ungenau ist. Ja. Ich ich habe habe ja jetzt ein auch Problem. ich komme von schon, einem Vasili. Artist selber bekommen. Die anderen Artis stehen definitiv hier. Alles klar. Ich meine, mit der Wumme bei einer Kuppel vom Tiger 2 bei uns. Und das ist nicht nur einmal, ist ja auch schon. Boom. Sehr gut, Sagt alles. Baby. Boom. So, da ist ein WT. Ja. Ich fahre mal unten rum. 90er ist abgehauen. Nee, hier gibt es ja keine Gegner mehr. Nee, das sind noch die Artis und der Waffenträger. Ich habe eine Textur getroffen. Eine geschissene Textur. Oh, Entschuldigung. So, jetzt noch die Arti. Da ist er. Oh, Ich komme da. nicht drauf. Grüßle. Ich grüße Sie, liebe Arti-Kollegen. Eine Nein! Begrüßungsschelle. 402, Ich was mache ihn auf, ich soll's? will den Kill. Ich will ihn einfach. Nein. Er will ihn. Du bist arthophile Mein Gott. Und Herz. sie schießt auch noch auf mich. Mein. Nein! Aufstauben unter Kollegen wird doch erlaubt sein. Ich würde sagen, wir hängen in dieser Folge, dadurch, dass es eine schnelle Folge war, direkt noch eine einfach dran, oder? Ja, bitte. Vielleicht ist dann Natürlich. Bam auch gut Oh, drauf, also Leute, von ich dem habe her. einen Auftrag erfüllt. Drück einfach rein, Vasili. Ich muss mal meinen Auftrag durchschauen Scheiß auf und deinen Auftrag, abgeben. wir nehmen auf. Mach das nachher. Ich muss einen Auftrag aktivieren. Warum bin ich das nicht können? Guck mal, warum mal eben. Medium, Baume ist auch heavy. noch nicht drin. Ja, was ist mit Bammel los? Pfui. Und wir müssen cappen. Ufache, Ufache. Cappen? Flash. Ja, du, das mit schweren Panzern. Cappen ist ganz leicht. Einfach durchdrücken und ins Cap rein. Naja, best mit 3 ist 7. So, wir sind wieder Top Tier, also von dem her, da läuft's. Keine Art, yes. Wenn ein Gefecht drei Artis hast, dann hast du nächstes keine Artis. Das passt. Ja. Ausgleichende Gerechtigkeit. Das ist Vasilis alte Arti-Regel. Guck mal, wie der andere, der Tiger 2 heißt von denen. Friendly Fire. Guck mal, wie das sich schreibt. Ganz lustig. Der schießt voll der Feige, ne? Können wir ihm gleich Danke sagen? Ich glaube, ich nehme den, mach den klassischen Medium-Zug erstmal, weil die haben nicht viele. Ich denke mal, dass ihr in der Stadt dafür viel Heavies haben werdet. Naja, sind halt. Ja. Muss aufpassen. Haben halt 54er AMX und wahrscheinlich vom TDs wird da auch was stehen, wenn nicht alle. Die haben eigentlich keine 9er schweren, wenn man die Nee, nee, T30 deswegen. nicht als schwere Panzer betrachtet hat. Was macht der S3? Der schneidet mich voll. Hey, Alter. Türkisch Flagge am Turm bringt wie viel Prozent plus Winrate? Also an meine Zuschauer, ich werde natürlich auch Vasilis und Bammes Kanal hier auch verlinken. Also von dem her schaut auch da mal rein, falls ihr sie noch nicht anguckt. Dann gibt es eh einen fetten Big Dislike. Guckt Hätte euch gerade den auf, Xpedia-Werbung. ja. Der fährt So. wie ein Ne? Geistesgestörter, der ist drei hier. Mal mich gerammt, mal den Aces. anderen. Einmal überall in Litschen. Einfach mal. Ey, es gibt ja keine Ari. Jetzt. Dann fahre ich direkt hier. I6. Oh, da kommt einer. Da ist der Zaun kaputt. Da. E1, Oh, E1. was? E1 fährt. Der betrunken? Nein, Oder überschätzt er sein RNG? der will Kills machen. Doch mega dumm, ich meine. Er Doch will. eigentlich klar, dass wir als zwei Neuner hier hinfahren und er ziemlich weggeschossen wird. Guck, guck. Oh. Ich prall ab. Auf 3 Meter Entfernung prall ich ab an dem. T30 prallt an mir. Yay, ich treffe nicht.
Oh, da ist ja ganz schön was los bei mir. Heide Witzka, du. Boom, Baby. Bei dir ist was los? Ja, auch. Hätte ich gar nicht erwartet, so mit TDs und Heavies und so. Ja, klar. Gerade die TDs. Leute. Ich wundere mich schon, dass der T30 hier hingefahren ist. Baby, schwing dein Teil. Teile schwingen. Baby, schwing dein Teil. Guck mal, das ist eine geile Position, wenn mir jemand die Flanke mal frei hält. Hoppala. Du geile Position, du. Geil. Boah, Leute, hört mal auf, meine ganze Dinge wegzuschießen, Mann. Kills zu klauen, meinst du? Deine Kills. Die sterben nein, zu schnell. Nein, das ist selbst schon Standard, muss ich nicht mal sagen. Nee, die schießen mir gerade alle meine ganze Deckung weg. Bumm. Oder versuchen es zumindest. Oh, Leute, halt mal ein bisschen aggressiver rein. Ach nee, brauchst du nicht. Was für aggressiver. Ja, von da aus, wo ich gerade war, kann ich nichts sagen. Ich hab eine Leiche erwischt. So, jetzt habe ich hier noch zwei. Auch den Kraftraum. Schaut weg. Guck, pass auf, wenn du darüber fährst, die 30 guckt auch hier zu mir. Oh, jetzt so. Hey, kommt nicht runter. Und zurück. Jetzt kommt der 30, die 30. Da kommt VK. Ah. Wir haben gar nicht gerechnet, Freundchen. Ja. Ja, was ist denn da los? Jetzt habe ich ein Haus. Nee, das ist eigentlich kein Haus. Silo oder sowas. Die 34. Jawohl, zeig's ihm. Gib's ihm. Mister, oder pass auf, die 30. Guck mal, ob ich ihn rausnehmen kann. Im Matrix-Style ausgewichen, Alter. Oh, jetzt habe ich so ein AMX da. Sayonara. Freundchen, ja, zeig mir nochmal deine. Easy, würde ich sagen. Die haben das jetzt nicht am Sack. Ja, die haben keine schweren Neuner, deswegen. Ein Problemchen. Und haben sich halt leider da ein bisschen sehr. Oh, jetzt hat er Gold einengen lassen. Alter, Gott sei Dank noch mit 41 hier am Leben. Scheiße. Was passiert? Dort sind die 30 an mich rangelassen. Bamme. Ich hätte ja nichts machen können. Ach, Bamme, warum machst du denn sowas? Ja. Immer mehr diese Ausreden. Toll. Ich habe jetzt das Gefühl, dass die anderen nur zugeschaut haben bis jetzt. Ich meine, wir waren ja die Frontlinie da. Die anderen sind halt nicht nachgerückt. Jetzt kommen die langsam. Ah ja, 2,7 habe ich dennoch. Ja, das war auch bei mir eine ganz vernünftige Runde. Bumm, jawohl. Aber die 30 hast du jetzt direkt vor dir. Direkt. Rektal. Der schießt mit Gold. Genau. Da ist auch noch einer. Boah, ein HP, das ist ja genau meine, Welt. Richtig. Nein, doch nicht. Rektalisiert hast du ihn. Rektalisiert. Ja, im Nahkampf ist er gut, aber so auf Entfernung mache ich den E5 nutze nicht. Gut, ist ja auch kein Entfernungspanzer. Ja, aber als Heavy snipe ich dann doch ab und zu schon mal. Nee, pfui. Ich hab 4,3, wann habe ich denn die geschafft? Keine Ahnung. Bam, ja, hallo, wir sind auf Platz 1, 2 und 3. Da kann man doch sagen, haben wir gut gemacht. Daher Nahkampf. Aber immer voll rein. Mit aber ihr wisst, Bamme sagt, der Panzer ist nicht gut, also von dem her kann er gar nichts. So, ja, dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und an euch beide und bis zum nächsten Mal. Jawohl, danke auch. Hello.